Und weiter geht es mit The Hunter Call of the Wild. Heute suchen wir uns die Wiesens und jagen die Wiesens. Ich bin hier jetzt gerade in Ernstdorf unterwegs. Und Ernstdorf, ja, da sollen die Wiesens rumrennen. Ich hatte hier gerade schon vom Game aus die Information. I saw some tracks. Also die Dame hat ein paar Spuren gefunden. Und das waren tatsächlich direkt die Wiesenspuren. Jetzt muss ich gerade mal schauen, ob das die jetzt hier vorne wieder sind. Ich bin gerade schon ein bisschen weiter gelaufen. Das sieht aber auch schon so aus. Wiesent trabend. Ja. Die Frage ist natürlich, wie alt sind die Spuren? Und es wird natürlich zusätzlich ein wenig tricky. Es ist ziemlich dunkel. Aber auch das Jagen bei Nacht ist gar nicht so schlecht. Sehr alt. Oha. Okay, wir haben viel Fußmarsch vor uns. Laufen wir mal ein bisschen los. Sehr alte Spuren. Das kann natürlich ein bisschen dauern. Das ist ein Fuchs. Aber vielleicht kommen die auch wieder zurück. Gehen wir mal los, laufen wir mal ein wenig. Grob hier in Richtung Südwesten. Oha. Ja, ich bin gespannt. Noch ist der Wind uns gesonnen. Noch passt das ganz gut. Erstmal wieder ein bisschen Strecke machen hier. Das rennt gar nicht weg. Ist doch verbuggt. Ah, jetzt rennt es weg. Tja. Ich glaube, ich mache einfach mal ein bisschen Strecke, ohne zu joggen. Ich laufe einfach ganz normal vorwärts. Die nehmen wir einfach mal mit, um ein bisschen Geld zu verdienen für die Trophäenjagd. Na, hätte ich doch noch mal den Bogen mitgenommen, hätte ich noch ein bisschen üben können. Die nächste Challenge steht ja bevor, einen Rotfuchs zu jagen mit dem Bogen. Allerdings dann auch mit einem Bloodshot. Das wird schon ein bisschen schwierig. Aber das machen wir dann in einem Livestream. Brunftschrei, da ist er. Da ist er. Der Wiesent. Sehr gut. Oh, sehr, sehr gut, ey. Also schnell einkassieren. Und ab zu den Wiesens. Ich habe jetzt heute ausgerüstet die dicke fette Rhino. Riesenballermann. Das 338er Rangemaster. Und wieder den Drilling. Wobei ich glaube ich beim Drilling. Da ändere ich nochmal eben die Munition. Da nehme ich doch die Slug-Munition mit. Heute geht es nur auf Großwild.
Rangemaster hinterher. Kann ich es noch erkennen? Kann ich es noch erkennen? Kriege ich es noch rein? Nee. Oh mein Gott. Doch. Nee, das sind die Spuren, verdammt. Weg von den Spuren. Da. Kein ganz schöner Treffer. Muss die Spur erstmal wieder finden. Da. Fleischwunde. Ist das die? Das ist. Das waren unterschiedliche. Okay. Das waren unterschiedliche. Okay. Habe ich hier die richtige Munition drin? Das sah gerade so grün aus. Okay, der Warnruf ist natürlich, weil ich mit dem Mief genau in die Richtung stehe, ne? Also erstmal hier verfolgen, die letzten paar Meter. Aber die Area hier ist hot. Das ist schon mal gut. Hier gibt es den Wiesent. Auch in die Richtung, das ist gut. Nehmen wir das mal eben auf. Bronzewertung. War auch noch relativ klein, ne? Ja, relativ klein. In die Lunge rein. Ein Schuss. Das ist tatsächlich jetzt das. Das war jetzt das zweite. Das war das zweite. Das nehmen wir jetzt erstmal nochmal so mit. Da. Oh, wie gut. Ich mag das nachts. Ich finde das gut. 100 Meter. Natürlich jetzt mal versuchen, entweder mit dem Revolver. Könnte ich eigentlich mal probieren, ne? Also als wenn er jetzt gleich abhaut, ist auch schlecht. Nehmen wir den mal lieber raus, jetzt hier nochmal mit der Rangemaster. Gezielt in die Brust. Zeit. Aber ich darf mein Wiesent jetzt nicht verlieren. Da ist es.
Da liegt es doch, sehr gut. Jawohl. Das ist doch schon schöner hier mit einer Silberwertung. Auch von der Fellart her. Das nehmen wir doch mal mit hier. Ausstopfen. Katsching. Das haben wir. Und mitgenommen. So, und dazu dann noch ein männliches. Und dann passt das doch schon ganz gut. Okay, ich gehe jetzt mal wieder zu... Ich gehe jetzt mal wieder zurück. Jetzt mal wieder zurück zu der Markierung und dann gucken wir mal, ob wir da noch den männlichen Wiesent, ob wir den noch finden und erledigen können. Da ist was. Da ist was. Da ist was am Fressen. Das ist das Gute. Wenn man im Fernglas ist, wird es noch leiser. In den Umgebung Sounds. Sounds von den Tieren, die hört man lauter. In der Richtung. Es knuspert wie beim letzten Video das Reh. Entweder ist es ein Reh, weil es einfach genauso rumknuspert. Dicken Wiesent. Boah, ich hör gar nichts mehr. Da haben wir es wieder. 23 Meter. Nichts, was ethisch korrekt wäre. Und dann liegt es, es war tatsächlich wieder ein Reh. Es hat so geknuspert wie ein Reh. Und es war auch ein Reh. Was war das? Hat sich angehört wie ein Schuss schon bald. Warnruf. Da, 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 da. Ach du Schande, bis 700. Komm. Gar nicht interessiert, hat ihn gar nicht interessiert. Hat sich gar nicht... Den Baum getroffen. Alter, wie sich das anhört. Schritte. Schritte. Ach du Scheiße. Noch mehr Schritte. Oh fuck, mehrere. Ich bin nicht getarnt hier. Auch ein Gebüsch. Ich bin so nah dran. Da, nervös. 900 noch was. Männlich. Level 4. Slug-Munition.
ist verbuggt, Alter. Es ist safe verbuggt. Vielleicht auch nicht. Warte, die rennen gleich tot. Alter, was er mich fertig macht. Ich dachte, das rennt mich gleich über den Haufen. Mann, 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 Mann. Yes. Goldwertung. Mann, noch. Männlich, Goldwertung und das sind die verschiedenen Anschüsse. Der erste, ach Quatsch, nein, mit dem Drilling habe ich überhaupt gar nicht getroffen. Nur mit der Rhino erlegt, ausgestopft, mitgenommen. Wow, was für zwei Abschüsse. Wahnsinn. Richtig, richtig gut. Jetzt gucken wir natürlich mal, wo wir die beiden Wiesens auch richtig schön platzieren können. Gehen wir mal hier durch die Hallen. Ah, die Wildschweine, die Rehe. War hier nicht noch was Großes? Doch, das hier sind doch... Oh, das passt doch ganz gut. Hier gegenüberstehend, passt das, wie sind, männlich, bom, ja Mann. Voll gut. So, jetzt gucken wir mal, wie wir den noch ein bisschen drehen oder platzieren. Das ist doch mal was. Wie sind weiblich, wie sind männlich. Die haben wir doch jetzt abgehakt, erledigt. Schicht. Und als nächstes, ich glaube, wir haben alles. Dammhirsch können wir. Als nächstes würde ich sagen, gehen wir die ganzen Tiere nochmal schön der Reihe nach durch. Fuchsjagd steht ja auch jetzt demnächst an als Challenge im Livestream. Und die werden dann natürlich auch nochmal platziert. Und ich glaube demnächst, wenn es dann durch Hirschfelden geht, kommen hier dann nur noch Goldtiere in die Trophäenhalle. Gold, Diamant. So ein bisschen auf Qualität achten. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal, wenn dir das gesamte Format gefällt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin. Tschüss.